gut misshandelt. Nee, es ist gut misshandelt. Ja, sehr gut. Streichen wir das. So. So, Webbank, zack. Dann machen wir hier so, zack. Und dann machen wir hier so, nochmal zack. Und da haben wir, zack, wumms, vier neue Schaufeln. Und es wird dunkel. Yay. Dann kann ich ja auch noch kurz, wenn ich schon mal hier bin, einmal so eine Tür machen. Und die Tür, die pflanzen wir uns auch mal eben gleich da in die Lücke hinein, damit die Monster uns hier nicht besuchen kommen. Und dann legen wir uns hin. Wir legen uns hin, wir legen uns hin, wir legen uns hin, wir legen uns hin, wir legen uns hin. Oder auch nicht, oder auch doch, oder vielleicht, oder ich weiß nicht. Geht doch, meine Güte. War das jetzt so schwer? So. Und weiter geht die Buddelei. Yay! Buddeln, buddeln, buddeln! Und den Sandstein hier müssen wir gleich auch noch alles abbauen. Oh, da brauchen wir wieder Spitzhacken. Aber erstmal hier den ganz anderen Klumpatsch hier loswerden. Abbauen, 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 abbauen. Seht ihr schon kommen, dass ich dann hier und da wieder ein paar kleine Sandhäufchen setzen werde. Die dann quasi so symbolisieren sollen, so kleine Sandhäufchen oder sowas, wo dann halt das Wüstenschiff dann festhängt oder sowas. Ne, irgendwie sowas halt, so dekorativ und so. Mal gucken. Erstmal muss ich eine Idee haben, wie ich das, also nicht eine Idee, sondern halt eine genaue Umsetzung davon haben, wie ich das Schiff genau bauen werde. Ne, weil, wie gesagt, ich habe noch nie ein Schiff gebaut. Aber irgendwie wird das schon, hoffe ich zumindest. Irgendwie kriegen wir das hin. Und dann kann da niemand mehr sagen, ja, du machst das eh nicht. Doch, wir machen das. Wir ziehen das jetzt vielleicht durch. Aber nur vielleicht. Das Problem ist halt, wir müssen immer wieder zurückrennen und neues Holz holen, weil wir brauchen wahrscheinlich viel Holz. Ist halt auch dann die Frage, was für ein Holz werden wir benutzen. Könnt ihr mal mit in die Kommentare schreiben, was ihr denn meint, was für ein Holz da am besten geeignet ist. Das könnte man ja mal gucken. Also halt für alle, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben. Wir planen hier so ein Schiff hinzupflanzen. So mitten in die Wüste. So ein kleines abgefracktes Schiff, das da so ein bisschen so kaputt aussieht und sowas. Das hier so gestrandet ist, so über Jahre hinweg und so. Sowas plane ich hier doch mal zu bauen. Ne? Und was ihr denn da meint, was denn da am besten für ein Holz geeignet ist. Könnt ihr ab in die Kommentare schreiben. Und wie, ihr habt das jetzt noch nicht getan. Dann kann ich das eh nicht ändern. Aber man kann ja noch hoffen. Buddel, 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 buddel. Die Eisenschaufeln halten auch nichts aus hier. Die sind nicht belastbar, nee. Einfach gar nicht. Ja, naja. Wir haben es ja bald geschafft. Ich überlege gerade, ob auf der E3 jetzt noch irgendwas Großartiges war. Also klar, es wurden noch einige andere Spiele halt gezeigt und sowas. Konntest du alles anspielen und sowas wie so Titel, die sowieso schon bekannt waren, wie zum Beispiel Lego Marvel Super Heroes und sowas. Assassin's Creed 4 wurde ja auch nochmal so ein bisschen gezeigt und sowas. Und klar, so diese Spiele, so die sowieso erwartet wurden, wurden gezeigt. Und halt auch so ein paar Spiele, mit denen man halt nicht gerechnet hat oder von denen man bisher noch nichts wusste. Also meine persönliche größte Überraschung war halt tatsächlich Star Wars Battlefront. Irgendwo habe ich natürlich damit gerechnet oder auch damit gehofft. Aber naja, jetzt haben sie es zumindest offiziell angekündigt. Und jetzt ist halt nur noch die Frage, ob das jetzt so ein Titel wird, weißt du? Haben wir angekündigt, machen wir aber nicht. Ne? Oder wo dann gesagt wird, ja, so in 5 Jahren, so, ja, die Entwicklungen wurden damals eingestellt, so kurz nach der E3. Die Erwartungen waren zu hoch und so, weißt du? Und sowas kann ja auch passieren. Aber ich hoffe, dass sie es weitermachen und dass sie es tatsächlich noch rausbringen. Angesetzt ist ja erstmal als Termin so irgendwann 2014. Weißt du, so das Spiel ist so von LucasArts damals noch zu 99% fertig gewesen. Und die brauchen jetzt noch über ein Jahr, bis es
denn tatsächlich mal raushauen. Und wenn ich jetzt nicht so glücklich mit, ne, weil ich will's jetzt. Jetzt unbedingt. Ah, naja. Man kann eh nichts außer abwarten, ne? Und man muss ja hin und wieder geduldig sein. Das sage ich immer wieder. Dass Geduld immer eine Tugend ist, die viele Leute erst noch begreifen müssen und so. Und naja, nächste Schaufel hinüber, das gibt's doch nicht. So eine scheiß Schaufel hier, wer stellt denn so einen Billigschrott her? Das gibt's doch nicht. Geht das nicht schneller hier mit den Abbuddeln? Es, 3 Jahre später. Ah, 10 Minuten buddeln wir jetzt ja noch auf jeden Fall und dann ist sowieso Aufnahmepause wieder. Und dann können wir ja mal gucken, was wir denn beim nächsten Mal machen, ob wir da schon so weit sind hier. Glaube ich ja nicht so ganz. Oh, Eisen. Aber ich glaube so, das Sand so oder so, das, was hier sowieso weg muss, das kriegen wir, glaube ich, hin. Das sollten wir jetzt in den letzten 10 Minuten schaffen. Wenn die Schaufeln denn mitmachen und so. Alter, das ist aber auch eine Menge Sand. Aber die Menge Sand werden wir auch brauchen. Für etwas anderes. Ihr werdet schon noch rausfinden, was es sein wird. Hoffe ich zumindest. Oder zumindest werdet ihr es sehen. Irgendwie sowas. Teilweise werden wir halt auch den Sand halt hier verbraten für Terraforming. Also jetzt hier, um die Lücken zu füllen, wo jetzt der Sandstein drin hängt und so. Dafür wird das halt auch gebraucht werden. Ah, naja. Einfach mal gucken, wie das Ganze hier noch werden wird und sowas. Vielleicht wird mir auch jemand von euch helfen beim Schiffbau oder sowas. Mal gucken. Ne, ich möchte jetzt noch nicht versprechen, aber mal gucken kann man ja mal. So. Unten der Block weg. Da muss noch eine ganze Reihe auf jeden Fall weg. Muss hier immer mal so ein bisschen gucken, wie muss ich hier das so an das restliche Terrain angleichen. Ich bin jetzt nicht so der Terraforming-Pro. Von daher verzeiht bitte. Ich bin auch immer so derjenige, der sich vor Terraforming immer so ein bisschen drückt. Weil ich es halt nicht wirklich leiden kann und so. So, es geht bis hier hinten hin. Okay. Das heißt, ich muss hier um die ganze Ecke noch rum. So ein bisschen. So in etwa. Und dann da so auf die Linie zuhalten. Ah, nur noch eine Schaufel. Die wird nicht reichen für den ganzen restlichen anderen Schrott hier. So. Dann war das hier doch ein bisschen zu viel. Und dann gucken wir uns das gleich nochmal an, wenn es dann tatsächlich der ganze Sand hier abgegraben ist, dass man sich so ein besseres Bild von machen kann. Dauert ja nur 3 Stunden. Aber wir haben ja Zeit. Das Let's Play läuft ja nicht davon. Glaub zumindest. Und wir gehen jetzt auch schon rasend auf Folge 200 zu. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich da machen werde. Also so ein bisschen zumindest. Aber jetzt noch nicht so, was genau und so. Und bei solchen 100er Folgen, da muss man ja immer so ein bisschen irgendwelche Erwartungen erfüllen. Ne? Weil es dann immer wieder Leute gibt, die dann so kleine Erwartungen haben und sowas. Und wenn sie dann hier ankommen und sehen, aha, Sandbuddeln, nee. Danke. Diabo. Ne? Muss man sich ja auch immer so ein bisschen Gedanken drum machen, ne? Ist manchmal nicht so einfach. Ist zwar möglich, aber nicht so einfach. Nun gut. Ich hoffe, sagt gleich auch Tschüss. Aber nicht, bevor wir hier noch ein bisschen Sand abgegraben haben. Bei dieser tollen 8-Bit-Musik, was ist das eigentlich? Ach so, ist irgendein Medley aus verschiedenen NES-Teilen. Ich verstehe. So, gleich einmal wieder neue Schaufel bauen. Oh. Immer dasselbe, immer Schaufeleien hier. Ich glaube, 2 Schaufeln sollten eigentlich reichen für das restliche Zeug hier. Ich mache vorsichtshalber 3. Ja, da muss hier einmal wieder die Tröte vom WoW herkommen. So. Nein, ist ja gute Musik. Gefällt mir ja auch. Sonst hätte ich es ja nicht mit in die Playlist reingenommen, ne?
Aber wenn man das so hört, so nach der 8-Bit-Musik, so. Episch ist die Musik auf jeden Fall. Kann man sagen, was man will. Episch ist es. So. Ach ja. So, hier muss das noch hin. Das gefällt mir sonst nicht. So, bauen wir uns noch mal ein paar letzte Schaufeln hier. Ach, habe ich mal wieder keine Sticks. Oh ja, klar. Was mache ich denn? Das soll dahin und dann machen wir so zack und dann machen wir so zack und dann... Und dann... Dann machen wir so und so und dann machen wir... Wir machen vorsichtshalber 3 Schaufeln. Einfach nur, um sicher zu gehen. Wir werden früher oder später sowieso mehr Schaufeln brauchen, von daher warum geizen. So, und weil es jetzt dunkel wird, machen wir jetzt hier ein paar Trüchen. Mit den Trüchen werden wir jetzt hier die Weltschaft an uns reißen, oder so ähnlich zumindest. Machen wir mal so Wurm. Und die Trüchen setzen wir jetzt mal hier drüben hin. Klumpatschen da dann das ganze Sand hinein, oder den ganzen Sand. Ich um meine deutsche Grammatik manchmal. Furchtbar. So. Und hinlegen. Hinlegen. Achso, bin ich zu weit entfernt? Hinlegen. Geht doch. Okay, und das Diamantschwert, das hat auch schon bessere Tage gesehen. Das muss auch mal bald repariert werden oder so. Aber erstmal hier das Wichtige. Das Wichtige ist heute Sand abbauen. Yeah. Und ich will hier zumindest noch jetzt noch das bisschen Sand hier abbauen, den bisschen Sand, bevor ich dann in die Aufnahmepause gehe. Für den Sandstein da oben und so wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Das muss dann halt warten bis zum nächsten Mal oder so. Und dann mal gucken. Ach ja, Terraforming ist schon so eine Geduldssache. Also wenn ihr euch in Geduld üben wollt, dann macht Terraforming. Und zwar per Hand, nicht im Creative-Modus. Nee, per Hand. Ja, werden einige von euch sagen, ja, es dauert mir zu lange. Ja, das ist ja auch der Sinn der Sache. Damit ihr lernt, mit lange dauernden Sachen klarzukommen. Ne? Oder ihr stellt euch halt, wenn ihr mal mit dem Zug fahren wollt oder sowas, oder mit dem Bus, ist mir auch egal, dann stellt euch 4 Stunden bevor der eigentlichen Abfahrt losgeht an Bahnhof hin und wartet auf den Zug. Das sind auch so Methoden, wie man auf etwas warten kann und sich in Geduld üben kann. Und wichtig ist dabei halt nicht auszurasten. Das wird einigen von euch dann vielleicht schwerfallen. Ich meine, ihr werdet das sowieso nicht tun, ne? Aber so theoretisch, ihr würdet ausrasten. Vermutlich, wenn ihr nicht geduldig seid. Ja, und einige fragen euch von euch wahrscheinlich so, was bringt ein Geduld? Es hilft einem einfach so viel. Ehrlich. Wenn du geduldig bist, dann kommst du auch, dann regst du dich nicht so oft auf, dann ist es dir halt mal egal, dass du im Bus stehen musst und sowas und sowas halt. Ja, man kommt mit Geduld, wenn man sowas hat, einfach wesentlich besser klar. Finde ich zumindest. Ja, es gibt natürlich Menschen, die können einfach nicht geduldig sein. Das liegt einfach in deren Natur. Aber man kann Geduld trainieren. Ja, kann man. Man muss es nur wollen. So, haben wir jetzt auch tatsächlich hier ganze Scheißsand abgebaut? Das gibt's auch nicht. Dann reißen wir noch ein paar Sandsteine zumindest raus. Nur so ein paar. Und die anderen Steine da. Obwohl, die anderen Steine, die könnte ich eigentlich auch mit der Behutsamkeitsspitzhacke abbauen, weil da haben wir gleich ein paar Cleanstones für irgendwas. Ich weiß ja nicht, was noch. So. Das raus, das raus, das raus. Zack, zack und zack und zack und hier raus, da raus, da raus. Was wir mit den Sandsteinen anfangen werden? Also, man hat mir ja in die Kommentare geschrieben, ja hier, ne? Bau doch mal eine Pyramide. Und so, und dafür eignet sich Sandstein eigentlich auch ganz gut. Weil sowas würde ich nicht aus purem Sand bauen. Dann brauche ich dafür extrem viel Sandstein. Und dafür wiederum auch wieder extrem viel Sand. Und
Also ich kann gerne eine Pyramide bauen, wenn der Rest von euch das auch gerne möchte. Obwohl, ich kann es auch für nur diese eine Person tun. Ja, habe ich auch kein Problem mit. Nur ist das dann halt auch wieder eine Frage der Zeit, ne? Weil da brauchen wir auch wieder viel Sand. Ja, ich weiß, ich habe da hinten viel Sand zugeklatscht und so. Aber, naja, ist halt passiert, ne? So, klatschen wir noch ein bisschen was weg. Nur so ein bisschen. Alles, was jetzt weg muss, muss weg. Das macht Sinn. Ich und meine schlauen Schlussfolgerungen manchmal, ja? Also könnte ich mich ja selbst für ohrfeigen. So, es geht doch relativ zügig hier mit den ganzen Sandsteinen. Geht zumindest schneller als mit dem Sand, habe ich das Gefühl. So, da ist noch ein Sandstein, alles weg. So, und dann ist natürlich die Frage, was wollt ihr denn in der Pyramide drin haben, so an Ausstattung oder sowas? Was stellt ihr euch da vor? Schreibt es doch mal in die Kommentare, damit ich mir dann so Gedanken machen kann, was mache ich denn, was mache ich denn, was mache ich denn, ne? Und dann schauen wir mal. Wir kriegen da schon was auf die Reihe. So, eigentlich bin ich auch schon drüber über meine Zeit, aber jetzt so ein bisschen kann ich noch mal kurz raushauen hier. Nur so ein bisschen. So, und bald gehen wir auch wieder auf Höhlentour, weil wir haben jetzt so viel Terraforming so insgesamt schon gemacht. Da kann man ruhig mal wieder ein bisschen actionlastigeres Zeug machen, finde ich zumindest. Ach, hier ist auch noch Erde, ja toll, da wir auch noch die Erde rausruppen, super, toll. Habe ich schon wieder vergessen gehabt. So. Ein paar Steinchen kloppen wir noch und dann verziehen wir uns. Ja, wir machen noch bis Tagesende. Obwohl, nee, dann werden die Folgen wieder zu lang und das gefällt euch ja nicht. Ne, es gibt ja genug Leute, die dann sagen, die Folge ist mir aber eigentlich zu lang. Nee, das kann ich mir nicht am Stück angucken. Nee, das geht nicht. Das kann ich nicht verantworten. Nee. Und deswegen will ich dann gleich halt schon in meine Kajüte da hinten zurück. Sowieso ist die Spitzhacke gleich hinüber. Machen wir noch mal kurz die Spitzhacke weg, genau. Und dann gehen wir halt jetzt nach da hinten hin und freuen uns einen Keks. Hier, die paar Cleanstones uns da. Die nehme ich jetzt noch mal kurz mit. Ganz kurz. Nur so ein paar zumindest. Nur so ein paar. Einfach, damit ich sie habe. Für später mal. Ich weiß noch nicht wofür, aber halt für später mal. Ne? Machen wir es ja nie. So. Haben wir das, haben wir das, haben wir das. So, die Ebene hier mache ich nochmal kurz eben. Ne, macht Sinn. So, den noch. Das war's. Den Sandstein da nehme ich jetzt nicht mit. Zumindest nicht mit der Behutsamkeitsspitzhacke. Und ja, lege ich die schon mal weg, damit ich beim nächsten Mal nicht einfach mit der Behutsamkeitsspitzhacke einfach hier weiterhacke. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und sag jetzt einfach mal Tschüss und bis denne!